Hammer, ey. Das ist immer so im Griff drinnen, sonst hätte ich wahrscheinlich keine Chance, dass ich aus dem Drifting da rausgekommen bin. Ja, aber wie gesagt, das Internet macht es möglich. Wo bist du in Wien, KTH? Alles klar, also es geht wieder nach Wien vom Tristingtal, der Papa Charlie. Nein, ich bin da mit dem Fahrrad unterwegs, wieder auf der Donauinsel diesmal, gell, wie üblich. Mit meinem E-Bike, gell, mein 10 Meter Masterl da. Ja, diesmal wieder Parkbank funken. Gell. Ich weiß nicht, ob du die Fotos oder die Videos schon gesehen hast. Also ich suche mir da immer eine Parkbankerl, gell, und da schnalle ich meinen 10 Meter Master an und dann drehe ich einmal rein und ich wurde erhört. Sehr gut, zu dir, Papa Charlie. Ich wurde erhört. Okay, dann warte ich auch, mit wem ich da rede, Vespa 300 wahrscheinlich, oder? Ja, ganz genau. Ja, ganz genau, sehr gut. Wir haben, glaube ich, eh schon mal das Vergnügen gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube sogar mal über die HF. Kann das sein zu dir, Papa Charlie? Ja, du hast mir damals geholfen beim Einrichten von dem Gateway und da habe ich die öfters quälen dürfen. Ach so. Aber das weißt du umso mehr, dass ich dich da über das Gateway her. Ach so, das heißt, ich habe da geholfen bei der Einrichtung oder Konfiguration von dem Gateway, was du jetzt mit mir plauderst. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Papa Charlie? Zu dir. Was sagt er? Ja, ist richtig. Wir haben das Ganze über Facebook Messenger haben wir das Ganze gelöst. Ah ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Nochmal recht herzlichen Dank zum Messer. Na, gerne. Gerne, gerne. Papa Charlie, man hilft ja, wo man kann, gell. Man unterstützt ja gegenseitig im Hobby, gell. Und wenn ich helfen kann, dann mache ich das natürlich gerne. Es freut mich, dass du auf jeden Fall jetzt über das Gateway sprichst. Das heißt, hast du das jetzt im Betrieb auch oder redest du jetzt über den Computer oder über das Handy oder wie kann man das jetzt vorstellen? Zu dir. Schauen wir mal, wie er da jetzt spricht, der Papa Charlie. Im Moment redet er da über das Handy. Weil es im Haus einfacher ist. Ja. Es geht mir selber, habe ich im Auto iPod. Ach so, im Auto? Wir sind ja aber Dings jetzt wieder extra in Betrieb nehmen und so. Nein, ja, macht ja nichts. Über das Handy, WLAN. Alles klar. Dass die mal gleich bleiben mit dem Fahren und alles. Nein, aber es funktioniert sehr gut. So wie du damals die Einstellungen weitergegeben hast, das habe ich angesehen und das funktioniert. Na, sehr geil. Na, sehr gut, ich kann mich dunkel erinnern, gell? Manchmal verwechsel ich das auch, weil ich schon einigen Leuten geholfen habe, aber ich kann mich dunkel erinnern, gell? Was hast denn da für ein Funkgerät? Das weiß ich leider nicht mehr. Was hast du da für Kisten zu dir? Schauen wir mal, was ich kann mich da jetzt nicht mehr erinnern, was er für Kisten hat. Da habe ich die Präsident Bild 2 iPod. Ah ja, die 2er. Und die Handgurken dazu von Bart. Ah, okay. Ich glaube, du hast dasselbe, glaube ich, von einem anderen Hersteller. Ja, ich glaube, ich habe die HP 82 und du hast die Maas, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, 100 oder so, aber die schaut gleich aus. Ich habe die BNI Escort HP 82. Meinst du die? Zu dir? Schauen wir mal, ob er die meint, ha? Ja, nein, sind ich auch gleich wahrscheinlich. Ja, aber klar. Ich verfolge deine Videos und was das ist. Sehr gut, na super. Sehr gut. Ganz cool. Aber es freut mich umso mehr, dass wir das jetzt wirklich mal hier über das Gateway, was wir da weiter geholfen hast. Danke. Na, sehr gut. Freut mich auch, gell, dass das funktioniert. Gell. Na, fein. Ja, das heißt, das hast du im Auto eingebaut und verwendest mobilerweise. Oder stellst du irgendwo auf einen Bergerl, gell, und nimmst das in Betrieb. Das mache ich auch mit meinem mobilen Gateway manchmal. Und dann freuen sich ein paar Kollegen mit der Handgurken oder mit der Fensterbrettantenne oder Heizkörper-Magnetbotschen, wenn sie ein bisschen weiter einmal rauskommen. Ist das richtig? Verwendest das du mobil zu dir? Jetzt war der Trägersetzer wieder da. Wenn das so kommt, dass ich Zeit habe, ja, dann stelle ich mir gerne mal irgendwas angekauft und verwende das dann mobil. Mhm. Ansonsten, ja, daheim vom Handy oder vom Computerrichter. Also, alles klar. Einfacher. Aber ansonsten das Gateway verwende ich draußen, wenn ich mobil unterwegs bin. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Na, fein. Sehr gut. Was für Antenne hast du dann, wenn du mobil unterwegs bist? Ich meine, wenn du auf einem Bergerl oben stehst, ist eh nicht so wichtig. Da geht es mit einem Magnetbotschen genauso. Aber was für eine Antenne funkst du immer zu dir? Ja,
Schauen wir mal, was er da hat, der Papa Charlie. Ist am Auto direkt verbaut, ist ein Präsident, und zwar 130 Nanometer Federstahl-Antenne. Aha. Funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Ja. Gut. Na, sehr gut. Wie gesagt, wenn man am Bergerl oben steht, dann genügt auch irgendeine Magnetfußantenne, obwohl, ich sag immer, so eine Halbwelle, gell, auf einen 10 Meter oder 12 Meter Mast ist durch nichts zu ersetzen, gell. Also die bringt gerne nur einmal ein, zwei Stufen Minimum mehr, gell. Und ja, aber es funktioniert so, es ist unkomplizierter, gell, habe ich auch schon gemacht, gell. Also mein Magnetfuß irgendwo hingestellt, Gateway am Beifahrersitz gehabt, einmal einen blauen Gateway-Würfel und ja, hab das dann laufen lassen ein paar Stunden, gell? Das braucht ja kaum einen Strom oder wenig, gell? Also ich hab's noch nie leer gefunkt, gell? Was verwendest du da für Akkus? Zu dir nochmal. Schauen wir mal, was er da für Stromversorgung verwendet, der Papa Charlie. Du hast das direkt über Autobatterie, weil in meinem Bus drinnen steht, Platz ist ja genug. Okay. Okay. Wenn ich dann wirklich auf dem Berg rumstehe, habe ich meine Drahtantenne von der Rote Baron von Aha. unseren gemeinsamen Bekannten da aus von, Österreich. Verstehe, von Martin, ja, vom DX Bauer. 12 Meter Stichprobe drauf. Na super. Die ist natürlich schon genial. Also da kommt dann schon einiges mehr rein. Ja, ist klar. Da funktioniert das. Na sehr gut, das heißt, die hast ja dann vom Martin von DX Bauer die Rote Baron Edition, gell, die was 3 Kilowatt aushält oder so. Ja, na, die geht natürlich super, ja, das ist klar. Sag, und die Bill hast das Gateway-Funkgerät und das Kabel hast du selber gemacht, vermutlich, oder? Zu dir. Wie schaut's aus mit dem Kabel? Ja, das Kabel habe ich selber machen müssen. Ja, eben. Funktioniert aber dann los. Also, denke mal. Mit den Einstellungen war es ein bisschen hagelig, dass ich da zugetasten kann, weil es hat eigentlich mit der Bill bis jetzt noch keiner so geht, wie es probiert. Ja, eben. War es ein bisschen eine Spülerei, bis die ganzen Boxeinstellungen und so. Eben. Hat aber dann auch funktioniert. Was ganz wichtig war, dass die Bill vielleicht ein bisschen hagelig mit Rotgeräte oder sonst irgendwas oder von 12 Volt auf USB. Aber reduzieren, da ist die Bill halt ganz, ganz arg gewesen, weil dort die ganzen Störsignale mitgeschickt. Ist schon klar. Ja, Brick, wurde es gehört, momentan. Ja, gut. Ja, aber da hast du Pionierarbeit geleistet bei der Bill. Ja, klar, da muss man dann. Je nach Gerät muss man dann je nachdem einstellen, dass anspricht, ja, dass nicht früh anspricht, dann das nicht zu früh auslässt und so weiter. Aber da hast du Pionierarbeit geleistet. Letzte Frage, bevor wir das Break reinlassen, hast du die 1er oder die 2er Bild? Zu dir noch einmal und dann lassen wir das Break rein. So, schauen wir mal. Da war nicht mehr ein Break. Ich hab da die 2er Bild. Aha, sehr gut, also ne? Die geht eh gut. So, und jetzt sagen wir mal, willkommen. Willkommen? Was? Das war nix. Was ist das für ein Break, hörst? Das war jetzt leider Duplex. Break bitte noch einmal. Der 80 hier, grüß euch, Schwester, hab ich gesagt, schon grüß dich, Papa Charlie. Aha, der Z80. Begrüße dich da, Z80. Schön, dass wir uns einmal wieder hören. Ja, meine Wenigkeit am Mikrofon, die Vespa 300. Gell, und der Papa Charlie ist auch am anderen Ende vom Rohr. Und ja, Z80, wo bist denn du, Madum? Du kommst halt relativ schwach, also weit entfernt klingst du. Zu dir noch mit Z80. Ja, das kann durchaus leicht sein. Ich bin ungefähr 20 Kilometer, wenn du, nehme ich an, auf der Donauinsel stehst oder genau. Im Donaupark bin ich 20 Kilometer weg Richtung nordwestliches Weinviertel. Ah, nordwestliches Weinviertel, 20 Kilometer von mir. Ja, ich bin da Donauinsel, gell? Papa Charlie, hast du den Z80 auch aufnehmen können? Zu dir, Papa Charlie. Schauen wir mal, der Papa Charlie. Lass mal laut, den Z80. Ich habe ihn zwar heute schon mal gehört, am Vormittag über das Aha. Gespräch.
Aber jetzt über die HF oder beziehungsweise über dich höre ich ihn so nicht. Ja, alles klar. Alles klar, Z80. Also der Papa Charlie hört dich da leider nicht. Wie schaut es bei dir aus? Du hörst ihn vermutlich, oder? Zu dir Z80. Ja, das ist korrekt. Ich höre ihn da. Ich war jetzt gerade unterwegs fliegend und habe euch beide gehört, wenn man denkt, ich begrüße euch einmal und nehme jetzt meine Fahrt fort. Vielleicht hören wir es ein bisschen später wieder. Na, ist in Ordnung, Z80. Dann noch gute Weiterreise, gell, aufpassen und vielleicht finden wir einen Platzerl. Oder findest du ein Platzl, wo du dann ein bisschen stärker reinkommst? Wahrscheinlich machst du das Squelch vom Wiener Gateway nicht auf oder kommst halt nicht direkt drüber. Gell? Papa Charlie, Frage, wo ist dein gute Hand noch einmal? Zu dir, Papa Charlie. Wo ist der Papa Charlie? Mein gute Hand ist der Furt an der Festung, das ist das südlichste Ende, südöstlichste Ende von Bezirk Baden. Ach so, du. Aha, an der Triesting, an der Triesting. Da kommst du wahrscheinlich nicht direkt nach Wien rein zum Gateway, oder? Wahrscheinlich ist das unmöglich, oder? Zu dir, Papa Charlie. Schauen wir mal. Direkt eine Kurve von mir, überhaupt nicht. Da ist so viel Berg dazwischen. Ja, ist klar. Ich werde das dann über andere Wege mal versuchen, aber im Moment nicht. Also, das geht mir nicht. Kurve meist, liegt schon im Garten, Fundamente sind noch nicht betoniert. Alles klar, Papa Charlie. Naja, da musst du dann mal irgendwie auf eine Bergerlaufe fahren mit der Rote Baron-Edition und schauen einmal, dass du Richtung freie Sicht Richtung Wien hast. Dann sollte es klappen, gell? Dann sollte es klappen. Von daheim über die Berge wird es halt schwierig. Aber vielleicht geht es ja mit Kurbelmast. Werden wir sehen. So, Break, kommen bitte. Schönen guten Nachmittag von der Station Zierklang. Michael ist am Mikrofon. Ah, der Michi, ja. Vespa 300, ihr fahrt heute einen sehr guten Platz haben, hast bei mir 9 plus 10 in Obersimbrunn nachgestellt. Nein, das gibt's nicht. Servus Michael, servus Zierklang. 9 plus 10, unglaublich, aber du kommst ja da spitzenmäßig. Naja, einen guten Platz. Ich hab da heute, ich bin jetzt zwar wieder mit dem Fahrrad unterwegs, so wie letztes Mal, aber nicht mit der TV27, sondern heute mit der Minifed von DX Bauer auf einem 10 Meter GFK Mast. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Sehr gut, das heißt, ich komme mit 9 plus 10. Super, zu dir noch mit Zierklang. Ja, es ist ein deutlicher Unterschied vom Signal. Also es geht ja meistens auch mit Vorraum, wenn es quasi die aus Richtwirkungsantenne verwendet, ist ja auch sehr gut das letzte Mal. Ja, gesagt, das ist stimmt. Halt jetzt mit einer langen Antenne ist das ganz ist anders. Wie gesagt, 9 plus 10 Radio UKW. Ja, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob mit der Kollegin, was geht nicht, da mit dabei ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es aufmachen kann, nämlich. Na ja, Mama, Papa Charlie, kannst du die Station Zierklang aufnehmen, da im Nachfeld? Zu dir, Papa Charlie. Schau mal, was ist das? Na, Vespa 300, tut mir leid. Leider nichts, kommt überhaupt nichts rein. Auch über die HF habe ich es auch probiert, aber da höre ich auch nicht. Das ist andere Seite von Wien, da komme ich überhaupt nicht drüber. Alles klar, also Tierklang, Papa Charlie kann dich da leider nicht aufnehmen, gell? Und anscheinend dir fast das geht, wie auch nicht aufmachen, sonst hätte er die Kehrt über die HF. Geht's leider auch nicht, sind ein paar Bergerl, ist ziemlich weit im Süden von Wien. Gut, dann mein Name zur Station Tierklang. Michi, zu dir. Ja, schau mal. Ja, kein Problem, du, schöne Grüße, tut mir leid. Möglicherweise hat der Werner den Squash zu ja, tun. Ich weiß nicht, ich hab da sowieso einen 5er Motschka, das wird in Wien auch nicht verwenden. Spanwohl ist auch momentan auch. Genau. Also da wird wahrscheinlich das ein bisschen Zutrat haben, sonst hat er das keinen Sinn. Na gut, na dann stehe ich nicht weiter. Okay. Was ist das, ein Trägersetzer? Okay, Michael, Station Zierklang. Dann sage ich danke fürs Reinbringen, immer gerne wieder. Gell? Ja, diesmal sehr gut hier in Wien zu empfangen. Und ich werde es den Kollegen ausrichten. Also schöne Grüße, Papa Charlie von der Station Zierklang. Ja, hörte da leider, er hört dich schon, glaube ich, aber du kannst ihn nicht aufnehmen. Nächstes Mal klappt es. Gut, dann Mike noch einmal zu dir, Papa Charlie. Und ciao, ciao, Zierklang. So, schauen wir mal. Ciao, ciao. Ich werde mir jetzt da kurz ja, den passt. Hintergrund begeben, hätten ein bisschen Besuch. Ist in Ordnung. Und vielleicht können wir sie dann später nochmal oder ist nächste Woche, da wird bitte wieder. Bin ja eh wieder unterwegs. Parkbank
Genau. Ja? Ja, ja, passt, sehr schön. Na, hat mich auch gefreut, dass wir uns gehört haben, gell? Und ja, ich bin ja da am Wochenende oder am Feiertag bin ich immer unterwegs mit dem Radl, gell? Und ich okkupiere da immer eine Parkbank. Ich bin ja jetzt mittlerweile vom Sofafunker zum Parkbankfunker mutiert, HI, gell? Und bei so einem schönen Wetter setze ich mich lieber auf eine Parkbank. Na gut, dann hat mich gefreut, Papa Charlie, dann bis zum nächsten Mal, gell? Und ich bleibe noch ein bisschen im Hintergrund, gell? Und ja. Ja, schönen restlichen Feiertag wünsche ich noch. Gell? Ciao, ciao. Am Mikrofon war meine Geringfügigkeit die Vespa 300. Vierte. So, schauen wir mal. So, also wie gesagt, ihr seht es wieder mit GFK-Mast. Ja, das sind meine Handgeräte. Rechts BMR, links die PNI. Schauen wir mal. Ja, das G9 Pro und die HP 82 sind beides recht gute Handgurken, sage ich da einmal. So. So, da, wer ruft mir da? Ich schätze einmal nach der Stimme der Station Charlie. Ist das richtig? Wo ist er da, Charlie? Ja? Ja, sicher. Na sicher. Na sicher kommst du rein, Charlie. Bestens, bestens. Das heißt, du bist gerade am Heimweg und kommst in dein eigenes Gateway rein. Wo warst du denn auf Urlaub, wenn ich fragen darf? Zu dir noch einmal, Charlie. Schauen wir einmal. Ah, super. Ja, das. Jetzt bin ich wieder nach Polen gekommen. Sehr gut. Ich habe mir gedacht, ich habe das Gateway sehr gut überstanden. Na super. Ja, perfekt arbeitet dein Gateway. Gell? Also, du kommst ins Dulner Gateway in dein eigenes rein, dann übers Internet nach Wien und von Wien wieder raus in den Äther via HF. Na, geht spitzenmäßig. Na, Tschechei ist super, waren wir letztes Jahr ein paar Tage. Ja. Ist interessant, auch preislich, gell? Kostet alles die Hälfte. Inflation haben sie da keine, ich frage mich nur, wie sie das machen. Ja. Und die Qualität passt auch und wirklich landschaftlich und so bei den Seen sehr schön. Also Tschechei entpuppt sich immer mehr auch für uns zum Urlaubsland. Gell? Werden wir wieder mal machen. Gell? Zu dir nochmal, Charlie. So, schauen wir mal. Der Charlie. Passt. Passt, passt. Ja, passt, Charlie. Danke von mir auch. 73, einen schönen restlichen Feiertag noch. Gell? Und ja, schau, dass du gut heimkommst und alles wieder ordnungsgemäß auspackst und dorthin rammst, wo es hingehört. Ich weiß, sonst findest du nächstes Mal nichts. Gell? Also dann, tschüss, Papa. Am anderen Ende des Rohres war die Vespa 300. Vierte. So, was ist das für einer? Ja, mach ich. Parkiere, ja, 73. Huch, was ist das für einer? Ja, ich höre dich, ich höre dich. Ich frage nur, wer das ist. Zu dir bitte. Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt auf die Jahre 82 bestellt. Die bekomme ich nächste Woche. Eine Frage habe ich. Kannst du mir dann auch so, könntest du mir so eine Marken vorstellen? So, Shakespeare, das war jetzt ein bisschen akustisch, habe ich das nicht ganz verstanden. Geh ein bisschen weiter weg vom Mikrofon oder leiser sprechen. Also noch einmal, was hast du bestellt und was hast du bekommen und was hättest gerne? Noch einmal zu dir, Shakespeare. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Akustisch. Masten. Also du, ich habe jetzt verstanden, dass du die HP PNI HP Escort HP 82 bekommen hast. Also die Handgurke, das meinst du. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Zu dir nochmal, Shakespeare. Das ist richtig. Die habe ich bestellt und die komme ich nächste
Ja, okay. Wäre es möglich, dass du mir auch so einen Masten machst, dass ich dann so, dass ich dann irgendwo einen Masten könnte? Ja, Breck, du würdest gehört, sofort. Also, einen Masten kann ich dir nicht machen, Shakespeare. So einen Masten kannst du nur kaufen. Ja, ich kann dir einen Tipp geben, wo du günstige kriegst. Das ist kein Problem. Und eine Drahtantenne dazu kann ich dir auch empfehlen. Ja, zum Beispiel die Minifed auf Willhaben. Ja, die Minifed auf Willhaben, die kostet 65 Euro. Mit der rede ich gerade. Ja, also die würde ich dir empfehlen. Und einen Masten, da schaust du bei TX Bauer, Spider-Beam oder anderen R&G zum Beispiel, anderen Anbietern, Wimo zum Beispiel, ja. Also da kaufst du dann einfach einen 10 oder besser ist 12 Meter GFK-Mast und mit dem kannst du dann am Berg funken. Und das kann ich dir mal erklären, wenn wir uns einmal treffen, irgendwann kann ich dir das zeigen. Gell? Gut, dann lasse ich einmal das Break rein. Break, bitte kommen. Ja, Stefan, geht dann los. Ich verstehe dich da sehr gut. Am Mikrofon ist meine Geringfügigkeit die Vespa 300. Stefan, ja, grüß dich. Wo bist du? Wo bist du zu Hause? Wo ist dein gutes Jahr? Ja, Stefan. Ich bin 23, ja, Vespa 300, ich kenne dich. Servus. Du bist auf einem Berg? Nein, ich bin auf keinem Berg. Ich bin auf der Donauinsel da mit dem Fahrrad. Gell? Habe ich so ein starkes Signal bei dir in Wien 23 KI? Zu dir, Stefan. Ja, ich bin da sehr erhöht, den 23. Geht dann los, 30 über 9. 30 über 9? Mobile Zwecke, Stix, was ihr da gesprochen habt, schaut euch die Bazooka-Antenne an, und Antenne 27. Ja, du bist da erhöht, 9 plus 30, also du bei mir hast du auch ein sattes Signal, gute Modulation. Die Bazooka-Antenne, meinst du die Double Bazooka, die sollen wir uns anschauen? Die geht x-mäßig horizontal, geht die sehr gut, das weiß ich. Ja, zu dir nochmal, Stefan. Na genau, die meine ich. Also die geht bombig, die kann ich dir empfehlen. Also wenn du einen Berg um die X packst, die machen das im Motorband und nehmen die Bazooka-Antenne an. Bei extrem ruhig sein und x-mäßig ein absoluter Wahnsinn. Ja, ja, ich habe schon öfters Bazooka gebaut und auch horizontal und als Inverted V habe ich es auch verwendet. Und nur es ist halt so, ich bin halt nicht so der TX-Funker, gell? Meine Intention ist Bodenwelle, so wie jetzt. Ja, TX mag ich nicht so gern, weil da kann ich meine Antennen nicht testen. Ja, TX magst du mit einem aufgebogenen Kleiderbügel, HI, gell? Und ich möchte gern meine Drahtantennen testen und ich sage immer, ACP-Antenne kann dann nur ihre Leistung zeigen, wenn ich auf stark gedämpfter Bodenwelle unterwegs bin. Gell? Da kannst du zeigen, wo es in ihr steckt. TX ist immer so, ja, manchmal geht's, dann geht wieder nicht, dann hat man Fading. Also ja, aber Bazooka, hast recht, ist eine sehr gute TX-Antenne. Habe ich schon festgestellt, deswegen habe ich gleich nachher abgedreht. Hi, gell? Zu dir nochmal, Stefan. Ja, cool, cool. ja. Also ich mache jetzt Betrieb an einer Grandplatt-Antenne, ganz normal, 3000 Quadratmeter Blechdach, ungefähr so also einmal bis das Gegengewicht. Na, servus. Da geht einiges. Das ist ein Lambda halbe, aber weil ich ganz angefühlt habe. Gestern gemacht, warte mal. Da geht einiges mit 3000 Quadratmeter Blechdach. Eigentlich wird alles. Ja klar, mit 3000 Quadratmeter Blechdach besser geht's ja gar nicht. Besser geht's nur mehr, wenn es direkt oben mehr. Aufschlagst deine Antenne, gell? Also aufpasst. Gell? Da bei mir am Wasser geht es auch gut, ich habe links und rechts eingesäumt von Wasser, Grundwasserspiegel ist wahrscheinlich auch sehr hoch. Also da auf der Donauinsel geht es immer gut, freies Feld, da kann sich der HF ausbreiten. Ich habe dann 10 Meter Mast mit der EasyFed bzw. Minifed-Antenne und siehst du 9 plus 30 im 23. Bezirk da. Gell? Zu dir nochmal, Stefan. Ja, geht dann los. Frage, wer der Kollege? Kann mich der auch hören? Ja, Shakespeare, schau mal, kannst du den Stefan aus dem 23. Bezirk hören? Zu dir, Stefan, sage ich, Shakespeare. Ja, ich höre dich ganz klar, ich tue, was geht mit, über PC. Genau. Ich erinnere dich, bitte, kannst du deinen Huber zurücknehmen? Ja, den Huber ein bisschen zurücknehmen. Super Modulation, wäre ich total klar verständlich, aber du bist so drüber. Ja, finde ich auch. Ja, das ist schon ganz leise, ist das besser? Nein.
Ruhe so aufgedreht, habe ich den Eindruck. Der Ruhe ist einfach zu. Du, Stefan, der redet über Gateway, der redet ins Handy rein, der redet da irgendwo, weiß ich nicht, 21. Bezirk ins Handy rein, das geht übers Internet in den 20. Bezirk und wird im 20. Bezirk via HF ausgestrahlt und der redet einfach, der hat die Handy-Einstellungen, glaube ich, zu laut. Bei mir ist er auch voll drüber, gerade dass mein Gerät nicht abschnappt. Gell? Zu dir noch einmal, Stefan. Ah, alles klar, okay, sehr gut. Bist du jetzt endlich zugelassen worden in Österreich? Ich meine, in Deutschland gibt es das ja seit Ewigkeiten. Nun, du, das Gateway ist bei uns in dem Sinn nicht verboten. Ja, wir haben das schon seit einigen Jahren, haben wir Gateway-Verbundnetzwerke. In Deutschland haben wir da, weiß ich nicht, hunderte Gateways mittlerweile. In Wien haben wir da Handfeuer und Methulen und Wilhelmsburg und so. Ja, zugelassen, es ist nicht verboten, sagen wir mal so. Zu dir, Stefan. Ah, cool, passt, sehr gut, das ist schön zu hören. Ja. Hab da jetzt noch koordiniert, dass das nicht in Überhand nimmt und dass dann unkoordiniert ist. Solange irgendwer drauf schaut, dass alles passt, ist sicher super tolle Geschichte und sicher nutzbar. Das ist eine gute Idee. Nein, das ist ja, da gibt ja jeder Gateway-Betreiber, ist ja für sein Gateway zuständig. Also ich habe ja auch mehr oder den Betrieb gehabt und habe ein mobiles, das kann ich jederzeit am Fahrrad hinten aktivieren und ja, ich kann das sogar fernadministrieren, gell, übers Handy, über Smartphone kann man das ein-, ausschalten, hochfahren, niederfahren. Also es ist nie unbeaufsichtigt, sagen wir mal so. Ja, und jeder Gateway-Betreiber ist ja dafür verantwortlich. Und wenn es ein paar Störer gibt, dann ja, Trägersetzer, Rülpser und andere stoffwechselbedingte Druckausgleiche, dann sperrt man den aus. Das heißt, er kann nicht mehr reinreden, er kann zwar noch zuhören. Ja, die Aussendungen empfängt er noch, aber er kann das Gateway nicht mehr aufmachen. Gell? Und ja, das funktioniert eigentlich tadellos. Gell? So. Und das ist schön zu hören, das passt. Ja, wunderbar. Aber ja, es gibt noch immer Verrückte damals. Ja, klar. Das schon mitgekriegt. Sind zwar jetzt nur in einer Hand abzählbar, aber es gibt tatsächlich noch Verrückte. Deswegen bin ich ja nur, wenn überhaupt, sehr sporadisch drauf. Ja, Verrückte gibt's, aber die gibt's im Amateurfunk auch, gell, was man da so mitkriegt. Gell? Aber ja, und die Verrückten werden halt aus dem Gateway Verbund ausgesperrt, so lange bis er sich benimmt, dann darf er wieder mitreden. Gell? Und das funktioniert eigentlich tadellos. Ja, cool. So, ich habe mich mal jetzt im Hintergrund begeben. Ist in Ordnung, Stefan. Ich bin auf 6-Meter-Banden. Passt. Ich bin ein bisschen FD8 machen. Das Band ist wunderbar offen. Wenn ich mir das so anschaue, warte mal ganz kurz. Geht bis... Es geht bis... Das schaut gut aus. Das ist Brasilien. Brasilien auf 6 Meter Multihop. Das möchte ich mir jetzt schon anschauen. Reunion Island auf Multihop. Also das da werden wir jetzt ein bisschen Betrieb machen. Bin schon gespannt. Ich nutze für 6 Meter 6 Element Yagi. Aha, und da geht schon los. Die Antenne, die da geht schon los. Und mache witzigerweise Betrieb mit 20 bis 50 Watt. Mehr kann ich. Ich könnte mehr, aber das macht keinen Sinn. Nein, das reicht. Und habe gestern da schon relativ viel gemacht und möchte wissen, wie es heute rennt. Vielleicht bin ich dann später nochmal da. Ist in Ordnung. Ich wünsche euch eine 73, viel Spaß und viele Verbindungen. Alles klar, Stefan. Na dann, gute X. Ja. Viel Spaß beim JS8, beziehungsweise ich habe auch vom Balkon, mit meiner Balkonloop habe ich gemacht Ecuador, gell, mit 4 Watt JS8 Call. Gell. Also da fallen mir die Verbindungen sind mir einfach in den Schoß gefallen bei den jetzigen Bedingungen. Gell. Ein starker Sonnenwind momentan, Mega-Eruptionen. Alles ionisiert da oben, also jetzt fallen da die Verbindungen in den Schoß, da kannst du gar nicht da wehren. Also viel Spaß, gell? Ciao. Am Ende war meine geringfügige Vespa 300. Vierte. Grüß euch, 73 an alle. So, schauen wir einmal. So, jetzt. Ja, also JS. Ja, nur 10 Webs, da noch ältere Stationen im Hintergrund, das klingt nach TX, glaube ich. Die da noch mitreden, aber auch China mit anrufen. Aha. Na, dann hören wir einmal. DX-Stationen bitte kommen. Die Station, die da noch im Hintergrund war, kommen wir mal. Ja, das ist ein Papagei, der ist da irgendwo in Deutschland oder Schweden oder so. Der wiederholt alles, was du einsprichst, Stefan, gell? Das sieht man schon am Edge-Wert am Fading. Das heißt, wir hören uns selber und haben selber die X verbinden. Ja, das kommt auch nicht alle Tage vor. Ja, das ist ein Papagei. Ein Papagei irgendwo in Deutschland oder Schweden oder so, gell? Korrekt, 73, der 6.
So, also ein kleiner Papagei. Leichte Verzögerung. Was sagt er? Ja, man sieht das, das ist DX, das ist Fading auf, ab. Mal geht super, dann ist wieder komplett weg. Ja, das ist halt so. Beim DX ist kein Verlass drauf. Gell? Da muss man die Gunst der Stunde nutzen. Oder was heißt die Gunst der Stunde? Die Gunst der Sekunden oder Minuten maximal muss man nutzen. Ansonsten ist es wieder voll alles. Gell? Ich glaube, das ist der Papagei. Hoch gesagt, den Papagei. Das bin ich selber. Server die X'en. Jawohl. Server die X'en auf dem Papagei sprechen. Das macht Spaß, hi. Tausende Kilometer. Genau, das ist der Papagei. Aber es kommt nichts. Es kommt nichts. Ich mache einmal auf, aber keine Modulation. Na gut. Na gut, also Shakespeare, wie gesagt, den Masten musst du selber besorgen, gell? Da gibt es verschiedene Firmen, ja, da kann ich da auch, ich weiß nicht, schreibst du mir mal an über die E-Mail, da kann ich da zwei, drei empfehlen, die günstig sind und Antenne kann ich da auch empfehlen und dann sage ich da, wie man das macht. Und dann musst du halt irgendwo auf eine Donauinsel fahren oder auf ein Bergerl oder auf ein freies Feld, Donaupark zum Beispiel, geht spitzenmäßig und dann kannst du via HF mit Gott und der Welt reden. Siehst du sogar mit einem Papagei da irgendwo in Deutschland oder in Schweden oder wo der ist? Keine Ahnung, gell? Ja. Ist das durchgekommen, Shakespeare? Ich werde es einmal mit der Handgurke Ja, mit der Handgurke. Probieren dann, ob da was geht. Das muss sicher funktionieren. Ja, sicher geht das. Ich mache das auch. Also, ich habe auch meinen 10 Meter Masten, Handgurke drauf. Ja, du brauchst dann nur eine Verlängerungskabel und Antenne, eine gescheite Drahtantenne. Und ich kann, wie gesagt, kontaktiere mich via E-Mail, dann kann ich da ein paar Links schicken und das besuchst du und dann sage ich dir das, wie das funktioniert, okay? Okay, super, danke. Obwohl, eine Drahtantenne habe ich da eh mal vererbt. Ich war einmal bei dir und habe da, glaube ich, einmal eine T2LT vererbt von mir, eine, gell? Habe ich da geschenkt, wenn du dich erinnern kannst, oder hast du die noch? Ja, das geht natürlich nicht, ein T2LT am Magnetbotschen, das, ja. Ich kontaktiere mich, ich sage dir das, wie das funktioniert und dann hat das Hand und Fuß, gell? Gut, ja, lass mir das Mikrofon von meiner Seite einmal frei, bitte. Oder ich gebe es frei, lass mir einmal die Schwarzhörer zu Wort kommen. Vielleicht ist ja noch ein Schwarzhörer im Hintergrund, der sich reinbrechen möchte. So, schauen wir einmal. Ja, hörst du das an? Ja, das war jetzt ein Piepser. Bist du narrisch? Ja, bitte noch einmal. Ich werde mal das funktionieren. Ich kontaktiere mich, ich sage dir, das funktioniert und dann hat das Hand und Fuß. Der Papagei ist das. Ja, der Pobalo in Schweden oder Deutschland. In Schweden oder Deutschland, der Papagei. Genau, lass mal die Schwarze einmal zu Wort kommen. Der Papagei. Machen wir selber DX. Selber DX über den Papagei. Ah, das war jetzt ein Lehrträger, Kollege. Bitte noch einmal kommen. Schauen wir einmal. So einen schönen. Das war jetzt ein Lehrträger, Kollege. Bitte noch einmal kommen. Der Papagei. Der DX-Papagei. Der DX-Papagei, der spricht mit mir. Also, ich rede mit mir selber. Selbstgespräche. So weit haben wir schon. Hey. So weit sind wir schon. So weit sind wir schon gekommen. Gut, ich lasse jetzt einmal frei. Jetzt lasse ich einmal frei. Schauen wir einmal. Ups, jetzt hätte ich mich fast hingeschmissen. Ja, wie gesagt, da unten 100 Stöckchen Montage wieder. Ja, schauen wir einmal, ob man das sieht. Ja. Wo ist das? Da, genau, da sieht man das Hundestückchen. So schaut das aus. Ja, das andere funktioniert leider nicht. Da ist die Tischplatte zu dick. Ja, aber Hundestückchen gibt es immer.
Hundestöckchen findet man immer wieder. Ja, neben grauslichen Taschentücher, Cheekstummen, Kippen. Ja, alles da. So, wie gesagt, Hundestöckchen, Montage, unten ein Schraubendreher in die Erde reingesteckt. Ja, das ist mein E-Bike. Den bin ich immer unterwegs. Und da ein nettes Platzerl. Donauinsel. Ja, geht gut. Der gehört 23. Bezirk rüber, 9 plus über 30. Ja, das Ganze mit der Minifed. Schauen wir einmal. Da oben ist die Minifed. Ja, das ist eine Miniatur-Easyfed quasi. Also eine Miniatur-Easyfed von DX Bauer, von Martin. Geht spitzenmäßig. Ja, da hinten fahren sie mit dem Elektroboot. Herrlich. Heute ist ja wieder super Wetter. Da der Donauturm, gell? Herrliches Wetter ist da heute wieder, gell? Und wie gesagt, ja, Parkbank funken. Man findet immer ein Parkbankerl, das frei ist. Ja, jetzt geht wieder ein bisschen Luftal, Lüftchen. Ja, schaut, wie sich die birgt, aber das macht nichts. Ja, Flieger fliegt auch im Hintergrund. Gell? Also das ist ja nett. Ein nettes Platzerl da, eines der netten Plätzchen, die es da in der Donau, auf der Donauinsel gibt. Ja, ihr seht, jetzt geht wieder ein bisschen Luft. Ja, ja, so ist es. Meine Webseite zieht gerade um von anderen Server, also da funktioniert noch nicht alles. Bitte um Nachsicht. Gell, da gibt es noch ein paar Probleme, will ich nicht sagen, aber ein paar Unschärfen. Und in den nächsten Tagen wird es dann wieder so laufen wie gewohnt. Gell? Momentan zirkt es um. Ja, da muss ich mich beim Sven bedanken, dass er mir das hostet. Ja, und ja, ich verdiene damit nichts, ich zahle ja nichts. Also von dem her muss ich mich echt beim Sven bedanken, dass er das macht. Gell? Dass er meine Sachen da als Gastautor mit hostet. Gell? Bin ja nur Gastautor auf seiner Webseite. Gut, ja, da ist mein Equipment. Ja, ihr seht Akku, da habe ich schon einen eigenen Beitrag drüber gemacht. Meine Grand 2 mit Motorola-Mikrofon, da meine Handgurken. Ja, ist eh schon alles. Das übliche Equipment halt, gell? Und da, wie gesagt, jedes einzelne Mastelement mit Choroplast gesichert. Da gibt es kein in sich zusammenrutschen. Und weiters ist auch gleichzeitig das Kabel oben festgetapt. Ja, also wenn man sich daher wenn sich das anschaut, ja, ist quasi die Drahtantenne gleich mitgetapt. Und dadurch kann ich die Drahtantenne bis oben, bis zum Spitzel führen. Ja, und ist keine Wendelantenne, so wie bei manchen, die das dann 17 Mal um einen Masten herumwickeln. Ja, das ist keine, sondern die ist schön gestreckt, gell? Und ja, Mastelemente gleichzeitig mitgesichert, gell? So schaut das aus heute. Gut, liebe Leute, dann sage ich besten Dank für eure Zeit. Lassen wir es gut sein für heute, sind eh schon wieder fast 40 Minuten um. Zeit vergeht immer so schnell beim Funken, gell? Und ich lasse die Kisten lasse ich noch aufdrehen, aber ich werde mich jetzt vom Video her verabschieden, abklemmen, gell? Also dann, danke für eure Zeit, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war eure Geringfügigkeit, die Vespa 300 Andi aus Wien, gell? Bleibt gesund, genießt den restlichen Feiertag und ciao, ciao. Pfiat euch. Geht überhaupt nicht, den müsste man eigentlich wieder einschicken. Ja, du kommst auf jeden Fall sehr gut rüber. Was hast du für ein Funkgerät? Ja, das ist ein Galaxy Saturn, die beim Maurer war sozusagen. Und Mikrofonie ist Studio-Equipment sozusagen. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Spitzenmäßig. Na gut, dann gebe ich das Mikro wieder in die Luft, schauen wir, wer noch da ist. Sehr gut. Sehr gut, na, du kommst jetzt mega mäßig zu mir, Zierklang, ja, tolle Modulation, kräftiges Signal und auch
Die Station mit der Rende 3 ist bei mir spitzenmäßig vertreten. Was für Entfernung ist das? Noch einmal zu dir, bitte raus zur Rende 3, bitte. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Viergang hat jetzt gesagt 25 Kilometer, aber das ist richtig. 25 Kilometer. Ja, zu mir zumindest. Warte, ich kann das geschwind einmal umlegen. Donauinsel ist, glaube ich, ein bisschen näher. Warte mal, ich hab's gleich. Ich komme drauf an, wo er steht. Also Höhe Donauturm waren ungefähr. Genau, Höhe Donauturm bin ich. 16 bis 17 Kilometer von dir. Das heißt, in Summe waren das dann 42 Kilometer zu dir, also von dir zum Zerwässer. Na? Nein, warte mal, das kann ich da auch genau sagen. Von mir zur Vespa sind's. Warte mal, Moment da noch. Super Moderation. Das sind auch 25 Kilometer. Wir haben da so ein ziemliches Dreieck momentan ungefähr. Warte mal, das ist von mir zur Vespa. Was ist das? Ist das der Papa, gell, wieder? Der TX-Papa, gell? Ja, das war jetzt der TX-Papa. Ja, jetzt haben wir da einen Papa, gell. Am 20. ist nämlich einer, habe ich vorher festgestellt. Der TX-Papa, gell, war das wieder einmal. Gut, dann Mikro wieder zur Vespa. Na fein, Jungs, das, danke fürs Mic. Das funktioniert ja super da. Also, ja, du kommst direkt zur Station Zierklang, aber ob du das Gatewin Wien aufmachst, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste sich ein Kollege aus Dulen oder Lilienfeld oder was der Geier, wo die anderen Gateways momentan stationiert sind. Da müsst ihr ein Kollege melden. Ja, vielleicht ist ja einer drauf auf dem Gateway. Könnt ihr die Station mit der Rende 3 hören? Geben wir es mir euch einmal frei und schauen wir mal, ob sich ein Gateway-Kollege meldet. Schauen wir. Ja. Ich hab da nichts gehört, ich höre nur dich. Alles klar, danke schön. Ja, Z80 hörst du leider nicht, gell? Also Z80, du wirst nicht gehört, gell? Was nicht ist Gateway auf, ne? Das wundert mich, weil wir verstehen uns ja dann los und du stehst ja nicht so weit weg vom Gateway. Nein, ich stehe nicht so weit weg, aber ich hab den Squelch nicht so weit zu. Vielleicht hat der Werner am Gateway den Squelch komplett zu, gell? Der hat ja dort viel Kuh in. So, gut, Z80. So. Ja, aber zumindest zu dir, Z80, und zur Station Zierklang funktioniert das wunderbar, gell? So. Gut, also geht weg, geht ja, weiter. Ausgezeichnet, nicht? Ja, dann könnte ich mir vom Auto das Tablet holen, weil da sehe ich nämlich, ob er aufgeht oder nicht. Ja, mach das einmal. Dann bin ich so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten QRT. Ja, mach das einmal Z80, ja, dann siehst du es ja eh, ob du das aufmachst, gell? So, gut, also ihr seht, das war jetzt die Rende 3, Station Z80, ja, mit EasyFed und EasyFed und Spider-Beam-Mast, gell? Und auch die Station Zierklang. Machfeld, die hat glaube ich eine 5/8-Antenne, besitzt aber auch die Strongfit oder EasyFit. Also die zwei Jungs sind zufrieden mit der Drahtantenne. Gell? Und ich habe da die Minifit. Minifit, ja, funktioniert auch tadellos. Tadellos geht das Ding. Gell? So, gut, wollte ich nur noch nachschießen als Nachtrag. So, gut, und warten wir mal. Bis später. Oder ciao, ciao, je nachdem, ob noch was Interessantes kommt. Donauinsel derzeit Leon 2 und ja, kommst du mit zu mir spitzenmäßig rein. Wo ist denn dein QTH jetzt derzeit, Leon 2? Zu dir bitte. Ja, danke. Mein Standort ist Homsandort, gell? Im 8. Stock, Nähe Rechtsbrücke. Na, das geht ja spitzenmäßig. Das heißt, Homstandort Nähe Reichsbrücke und sag bloß, du funkst mit der Handgurke. Kann das sein, dass du mit der Handgurke funkst zu dir? Ja, danke. Nein, heute nicht. Heute habe ich da so ein kleines Gerätchen und in 8. Stock eine Antenne. Ja, aber das geht spitzenmäßig. So gut habe ich dich überhaupt noch nie gehört, Leon 2. Also, du hast ja bei mir Vollanschlag. 8. Stock, kleine Balkonantenne vermute ich mal, gell? Und ich bin da auf der Donauinsel mit dem Fahrrad unterwegs. Zu dir, Leon 2. Oh, danke.
Nein, das ist von BNI eine Antenne mit, also mit 2 Meter Länge. Aha, also eine Magnetfußantenne. Wo hast du denn die montiert? Am Balkon oder wie schaut das aus jetzt zu dir? Ja, am Balkon, am Geländer, gell, ein bisschen improvisiert das Ganze. Nein, geht aber spitzenmäßig. Geht spitzenmäßig, hast da volles Signal, gell? Ich hoffe, du hörst mich auch so halbwegs, gell, zu dir. Nein, du stehst bei mir da im Raum, gell? Kein Problem. Ja, sehr gut. Na, freut mich, weil bis jetzt haben wir uns immer nur mit deiner Rendi 3 gehört, glaube ich. Da warst du immer unterwegs spazieren, gell? Mit deiner besseren Hilfe und da haben wir uns mit der Rendi 3 gehört. Aber geht jetzt spitzenmäßig, gibt's gar nichts, gell? Zu dir nochmal, Leon 2. Ja, danke. Na, ebenfalls von deiner Seite. Darum hat es mich interessiert, wo du heute bist, gell? Und den Kollegen da, mit dem du zuerst gesprochen hast, den habe ich auch wunderbar gehört. Ja, das ist der Tango Mike, das ist der David aus Deutschland, deutscher Funkfreund, gell, der ist momentan am HomeQTH in der Slowakei und geht auch spitzenmäßig, er kommt allerdings übers Gateway. Gell. Wir haben ja da Gateway und das Gateway wirst du wahrscheinlich auch gut hören aus dem 20. Bezirk, nehme ich mal an. Gell. Das Gateway hörst du, oder? Zu dir. Ja, ich höre den Kollegen da direkt. Ich glaube, den habe ich schon mal gehört aus der Türkei. Kann das richtig sein? Nein, ich glaube nicht aus der Türkei. Ein Breg war da. Breg, da wurde es gehört sofort. Nein, Türkei glaube ich nicht. Gut, lassen wir das Breg einmal rein. Breg, komm mal bitte. So, aber der Leon 2, der kommt spitzenmäßig. Wo ist das Breg? So, wo ist das Breg? Breg, komm mal bitte. Achso, ja, ich bin wieder zurück. Ich war auch begrüßt. Die andere Station, die kann ich hier leider nicht hören, weil ich vermute, dass das die Direktverbindung zwischen euch beiden ist. Sehr gut, vielen Dank für die Koordinaten. Ich werde mir das dann angucken in Ruhe, wenn ich zu Hause bin. Da am Handy kann ich das eh nicht machen oder nur sehr schwer. Gut, also die andere Station ist der Leon 2. Der ist da bei mir offensichtlich in der Nähe, weil der kommt bei mir direkt mit Vollanschlag rein. Hat eine Balkonantenne, eine kleine 2 Meter Gummiantenne, sage ich, eine Mobilantenne. Und ja, irgendein kleines Mobilgerät, welches weiß ich noch nicht, aber geht spitzenmäßig, nur leider offensichtlich kann er das Gateway nicht öffnen. Gut, Leon 2, nochmal kurz zu dir, bitte. Ja, danke, danke. Ich höre den Kollegen da aus der Tscheche wunderbar, kein Problem. Aber wahrscheinlich bin ich da nicht stark genug. Ich habe, das spricht da eine Albrecht 6120. Ah, eine Albrecht 6120, das ist so eine kleine Kiste, gell? Aber hat eine tolle Modulation. Also habe ich selten so eine gute Modulation gehört. Gell? Na, offensichtlich kannst du das Gateway im 20. nicht öffnen, da dürfte zu viel Motschke, zu viel DX drauf sein. Gut, Mike noch einmal in die Slowakei zum David. David, zu dir. So, schauen wir mal. Wo ist er? Da bin ich doch. Ja, wie gesagt, Koordinaten habe ich geschickt, ja, dem Kollegen, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt hören kann, falls ich hier sein sollte. Schöne Grüße. Ich bin dann demnächst, naja, gut, ein paar Wochen bin ich jetzt noch zu Hause. Aber demnächst mal wieder in Wien. Dann habe ich auch meine Angucke dabei und dann könnte das auch mal klappen, dass wir dann direkt eventuell miteinander sprechen können. Ja, vielleicht klappt das ja mal. In diesem Sinne zurück ja, zu Vespa 300. Ja, danke David. Er kann dich super hören da. Also du machst ja das Gateway tadellos auf. Ja, er kann dich super hören, nur er leider ist ein bisschen zu schwach wahrscheinlich. Obwohl da bei mir ist er ziemlich stark, also sehr gut vertreten. So gut habe ich ihn überhaupt noch nie gehört. Wie wenn er neben mir auf der Bank sitzen würde. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zum Leon 2. Leon 2, zu dir bitte. 6120, Frage, hast du die irgendwo bei einem Funkdoktor gehabt oder so, wie sie aus dem Karton kommt? Zu dir, Leon 2. Ja, danke. Nein, die ist so, wie es aus dem Karton kommt. Da wurde nichts geändert, gell? Na, das ist super. Na, ist super. Sehr gut. Fein, das passt. Gut, dann ja, lasse ich das Mikrofon jetzt einmal frei und wirf es in die Luft. Wer es schnappt, dem gehört es jetzt einmal. Gell? Bin jetzt auch ein bisschen im Hintergrund. Ich muss jetzt einmal einen Schluck von meiner Wasserflasche machen,
und mir die Schuhe anziehen. Hi, gell? Ich habe mir nämlich jetzt die Schuhe vorhin ausgezogen, weil es so warm war. Und eigentlich hätte ich mir kurze Hosen anziehen können, aber man weiß ja nicht, gell? Bei dem Wetter, einmal ist kalt, einmal ist warm. Und ich werde mir jetzt dann die Schuhe wieder anziehen, gell? Weil jetzt der Asphalt ist doch ein bisschen kühler. Gell? Gut, also Mike von meiner Seite jetzt frei. Ah, das sind ruckende, muckende. Halleluja, wenn du die Schuhe ziehst, ich wundere mich schon, was hier für ein komischer Duft rüberzieht, also dass direkt von der Donau hier rüberkommt. Alles klar. Im Hintergrund auf, ich habe noch so ein, zwei Kleinigkeiten zu erledigen, beziehungsweise ich muss mich da um unseren kleinen neuen Hund hier kümmern. Nicht, dass alles klar. Hier Mist macht oder welche Sachen anknabbert. Würde mich aber dann nochmal bei Zeiten melden, sage ich erstmal Dankeschön auch an die, ich glaube, Leonie da mit der Albrecht-Station, mit der Albrecht-Funke, die auch soweit noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, ich bin demnächst mal wieder in Wien mit meiner Handgurke. Sehr gut. Und dann können wir uns bestimmt auch mal direkt super sprechen, beziehungsweise ja, hören, sprechen. Je nachdem, dann sage ich erstmal ciao, ciao, auch an die Vespa 300. Sehr gut. Dann würde ich mich bei Gelegenheit dann nochmal später melden. Bis dahin, ich wünsche euch was. 73. Danke. Ciao, ciao. Danke, David. Ja, wir bleiben in Kontakt, gell? Noch schönen restlichen Feiertag und ja, bis bald wieder mal, gell? Und ich gebe es Mike zur Station Leon 2. Mike zu dir, Leon 2. So, das Mike bleibt jetzt. Ja, ich nehme an, wir haben zuerst gesungen. Ich habe da gesungen mit den Slowakei, gell? Nein, ich wollte mich da verabschieden, gell? Na, passt. Ich gehe da wieder im Hintergrund, wünsche dir 128 und danke für die Aufnahme. Na gerne, Leon 2, gell? Und nächstes Mal prägst du einfach wieder rein. Es ist ja spitzenmäßig gegangen, ja. Und vielleicht klappt es ja nächstes Mal am Gateway, dass du das aufmachen kannst, gell? Also dann, Leon 2, schönen restlichen Feiertag noch. Ja, am Mikrofon war meine Geringfügigkeit, die Vespa 300. Vierte Tag, gell? So. Okay. So, gut. Also ihr seht, das funktioniert ja spitzenmäßig. Spitzenmäßig auch mit Leon 2 diesmal. Gell? Passt. Und Schluss. Plus 10, fast 9 plus 30, wenn du aussteuern tust, gell? Ah, na ja gut, das ist ja die Antenne und der Höhe, gell? Das ist natürlich ganz was anderes. Natürlich, und den Hintergrund her ist schon wieder die Portugiesen, gell? Und selbst auf verkleinern. Na, stell dir vor, ich höre da gar nichts, gell? Gott sei Dank. Ja, absolut, nein, aber das ist schön, ich wollte es noch einmal probieren. Ich, du, das war durch Zufall. Ich bin in Kosten reingegangen, das ist ein Wahnsinn, was habe ich denn da für eine Kisten, gell? Und jetzt schaue ich mal drauf, die Spannung von der Batterie, weil ich über die Batterie, also er rennt über die Solarzelle, Batterie, und das dürfte aber wie irgendwie, da sind keine Verzerrungen drinnen. Nein, das sind gar keine Verzerrungen, nichts da, alles da los, gell? Ja, aber ich hätte jetzt eine Bitte an dich, merkt er jetzt die Modulation, ich mache da irgendwas, ob du irgendwas bemerkst. Brico, Brico. Brico, ja, Brico, warte mal. Ja, das geht schon. Schauen wir mal. LSD ist das. Seltene Runde bei uns. So, da ist gerade was umgestellt. Merkst du irgendwas, einen Unterschied in der Modulation? Ja, warte mal. Wir haben einen Break gehabt. Komm nochmal, Josef. Komm nochmal. Ja, ich hab da jetzt was umgestellt. Ich merkst du jetzt da irgendwas, dass das anders klingt? Du bist ein bisschen tiefpassiger. Aha, tiefpassiger, ne? Na, okay, ich hab das ein bisschen eingeengt, gut. Warte mal, ich schalte das wieder um. Das ist LSB. Da muss man ständig nachregeln am Clarifier da rechts. So, da, wie schaut das jetzt da aus? Ist das besser geworden oder schlechter? Das ist besser geworden. Das heißt, die Tiefen sind weg. Du bist etwas erhöht und das funktioniert ganz gut. Das ist leicht. Also, wie soll ich das sagen, Josef? Das ist, das Audio ist... K5. Also das Audio ist besser geworden, gell? Absolut, das Tiefe ist weg. Ist das das Standmikrofon oder der Originalmikrofon? Na, Standmikrofon, gell? Na, ich sag dir dann am Telefon, was ich gemacht habe. Lass mir mal ins Break rein.
So, da begrüße euch da die Runde Vespa 300 am Fernsprechapparat. Ich hoffe, ihr könnt es mir aufnehmen. Gell? Ich war gerade am Abbauen und habe noch einmal durchgeblättert und habe euch da gehört und habe mich da jetzt reingeprägt vor 2 Minuten. Gell? Ja, begrüße euch da, wie gesagt, Vespa 300. Gut, mit wem habe ich das Vergnügen? Ich glaube, Schneckerl kenne ich und die andere Station. Wer ist denn das? Zu dir bitte. Schauen wir mal. Ich nehme es einmal, bin ich hoffentlich allein. Ja, ja. Hier ist die Sierra Charlie. Am Mikrofon ist der Christian. Ah, der Christian. Ein Mikrofon zu dir, Vespa 300. Ja, danke fürs Mic. Der Christian aus dem Raum 17. Ja, ihr kommt da beide spitzenmäßig ran. Clarifier habe ich jetzt so halbwegs eingestellt. Ich hoffe, ich bin auch so halbwegs auf der Frequenz. Gell, ich bin ja nicht der SSB oder LSB-Funker. Aber ihr seid da jetzt so spitzenmäßig da hergekommen, dass ich mich reinprägen musste. Ich bin da mit dem Fahrrad auf der Donauinsel unterwegs, standmobil mit einem 10 Meter GFK-Mast. Guten Abend zu dir, Christian. Bisschen aus. Na, funktioniert, ich kenne dich eh, deinen Antennenbau und dein Dings kenne ich eh. Nein, ich tue noch ausprobieren, ich habe da so eine alte Grind. Ja, geht spitzenmäßig. Aus der ersten Generation und wollte das eigentlich nur probieren. Der Josef ist in Kaiser Ebersdorf, Richtung super. Schwächer zu Hause. Na, funktioniert von deiner Seite ganz gut. Rapport ist 5,9 plus 30 in den Spitzen. Gell? Und das funktioniert von mir. Und wie gesagt, ich bin da zwischen Wilhelminenberg und Schafberg. Gell? Leicht erhöht, 400 Meter an Gartenhütte. Eigentlich portabel und nicht in Haus drinnen. Und funktioniert gut. Mikrofonname zu dir, Vespa 300. Nein, geht spitzenmäßig. Also ihr seid beide ziemlich genau auf der Frequenz. Tolle Modulation, auch Vollanschlag da bei mir, gell? In den Spitzen. Ja, also tadellos geht es. Ja, letzte Frage. Was hast du für eine Antenne? Und dann gehen wir das Mic einmal zum Schneckerl. Ich hoffe, der Schneckerl hört mich auch. Gell? Zu dir noch einmal, Christian. Ist in Ordnung, machen wir das. Ich habe eine ganz kleine Antenne, ein Viertelwellstrahler, nicht am Dipol. Normalerweise habe ich einen Dipol drauf, aber wir haben absolut kein Problem. Könnt ihr mal umschalten. Wie gesagt, nein, eine ganz kleine Viertelwelle mit 3 Radials von Sirio. Die ganz kleine. Und ja, es dürfte relativ gut funktionieren. Mikrofonname zu dir. Nein, geht spitzenmäßig. Also ein super Signal, eine starke Modulation. Ja, wie wenn du neben mir stehst. Also perfekt einfach. Gell? Gut, Schneckerl zu dir, falls du mich auch noch hier aufnehmen kannst auf der Donauinsel mit dem Fahrrad. Schneckerl zu dir. Ja, servus, oder Vespa 300. Ja, was soll ich da sagen? 9 plus 10 ist bei mir. Gell? OKW-Qualität. Gell? So schaut es aus. Vespa 300 bei mir. Mikrofon zu dir. Nein, kann ich da zurückgeben. Also UKW-Qualität einmalig. Also so gut habe ich die überhaupt noch nie, glaube ich, gehört. Gell? Ich bin da mit dem Fahrrad 10 Meter GFK-Mast auf der Donauinsel. Ich wollte gerade zusammenpacken, habe den Scan laufen lassen und wollte gerade die Antenne einfahren und habe euch da jetzt so spitzenmäßig gehört. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich noch mal reinprägen. Nein, geht spitzenmäßig von euch beiden. Seid ihr nur zu zweit oder ist sonst noch eine Station hier im Hintergrund? Zu dir, Schneckerl. Nein, momentan sind wir nur zu zweit, gell, haben da kurz getestet, da mit Christoph, gell, mit Christian, so eine Frisotter da, ich tue schon die Namen auch verwechseln, ein Wahnsinn mit mir, wer alt wird, darf man nicht, ja, okay, wem sagst du das? Ja, wem sagst du das? Mit den Namen habe ich es auch nicht so, gell? Ich merke mir die Geräte besser und die Antennen wie die Namen. Nein, passt. Ja, geht spitzenmäßig von euch beiden. Ihr liegt beide auf der Frequenz. Ich hoffe, ich liege auch so halbwegs drauf. Geht spitzenmäßig. Ja, ich höre euch da spitzenmäßig. Gut, nochmals Mike zum Christian und dann werde ich mich endgültig verabschieden. Ich wollte mir nur kurz reinprägen und kurz Hallo sagen. Gell? Zu dir, Christian. Nein, absolut kein Problem. Nein, klingt jetzt sehr gut von deiner Seite her, gell. Das ist gut. Ich nehme an, du hast da Enfield-Antenne, gell. Und das wird nicht gefallen. Ist das gut schon? Ja, ganz genau. Ich habe da die Mini-Fed. Das ist quasi so eine Miniaturversion von meiner Easy-Fed. Die baut der Martin in Oberösterreich. Ja, DX Bauer nennt er sich. Hat jetzt ein kleines Gewerbe aufgemacht in der Beziehung. Und vertreibt diese Antennen über IFS auch oder direkt. Gell?
Und auf Ilhaben gibt es die, glaube ich, um 65 Euro, die Minifed. Die habe ich jetzt gerade am 10 Meter GFK-Mast oben und ja, dürfte funktionieren. Ist eine entgespeiste Halbwelle. Und zwar eine sehr schmalbandige Verlustarm mit LC-Anpassung, falls der das was sagt. Nochmal zu dir, Christian. Absolut, ja, kenne mich aus, brauche selber an denen Geld, das ist, wie gesagt, ich habe auch eine Einfield selbst an 21 Meter, die lasse ich auch ganz über den Garten abstimmen bei mir. Ja, funktioniert von deiner Seite gut. Jetzt wollte ich nochmal nachfragen, ganz kurz, Josef, warte ein bisschen. Was hast du für Kistenanhänger? Was hast du drauf? Ein 99er oder was anderes? Nö, ich habe eine Grand 2 Präsident und zwar das Premium-Modell mit diesem Murata-Filter da und ja, also Präsident Grand 2 mit Murata, gell? Die gibt es ja seit 3-4 Jahren nicht mehr, aber das ist so meine Standardkisten fürs Bastkörbchen hinten, gell, zu dir. Ich habe eine Grand 2 aus der ersten Generation und habe hier ein Albrecht-Mikrofon. Ein bisschen modifiziert habe ich das schon. Das machen wir, wie gesagt, am Messplatz. Aber ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert. Mikrofon habe ich zu dir. Nein, geht spitzenmäßig. Also Modulation Albrecht habe ich auch gehabt. Das war super. Ja, es ist mir leider eingegangen. Ich weiß nicht, ich muss erst schauen, irgendwo eine kalte Letzte oder irgendwas ist. Es funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Und nein, geht spitzenmäßig. Ich habe da jetzt ein Motorola-Mikrofon und ich habe die Kisten von einem Funkdoktor so bekommen, wie sie jetzt ist. Gell, ich habe da nichts gemacht. Oh ja, einmal habe ich sie komplett abgefackelt durch Umpolung. Da ist sie dann in Rauch aufgegangen, da ist die ganze Motherboard, die Hauptplatine ist abgefackelt und es hat dann zwei Funkdoktoren bedarft, dass sie wieder spielt, so wie sie jetzt spielt. Gell? Aber sonst habe ich nichts gemacht. Gell? Zu dir nochmal. Ist in Ordnung, ja, funktioniert. Pass auf, Mikrofon zu dir, Josef, und ich gehe mir auf die andere Antenne. Na, okay, gell, ja, da hab ich gesagt, also, geht total los, gell, da wärst du 300 ist dreimal so laut wie da. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja, ich war da auch heute unterwegs, aber nicht mit Funkgerät, wärst du 300, ist ja ein schönes Wetter. Na, herrlich. Du begibst dich wieder nach Hause. Du, das Wetter ist ja traumhaft, gell? Ja, jetzt kommt ein bisschen der Wind, jetzt habe ich mir das Jackerl schon anziehen müssen, weil die Sonne steht schon ein bisschen tiefer. Aber es ist noch nicht kalt, ja, es ist, aber Jackerl, der Jeansjacken passt jetzt, ist gerade richtig. Fantastisches Wetter war heute, ja. Das muss man ausnutzen und bei so einem Wetter bin ich immer unterwegs, ja, mit meinem Fahrrad oder E-Bike, gell, und suche mir da immer eine gute Stelle, ein gutes Platzl, bau da meinen Mast auf und sprich mit Gott und der Welt, so wie mit euch. Gell, damit zu dir, Schneckerl. So, jetzt probier's nochmal, Bike. Ja, ja. Ja, Christian, bitte. So funktioniert das, gell? Jetzt bin ich auf die andere Antenne und am Dipol. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall besser, auch mit der Modulation besser, gell? Ja, geht da besser. Hast du am Santiago 7 bei mir? Absolut, das ist gut zu hören, gell? Aber wie gesagt, entwertet sie am Dipol Nordwest ausgerichtet und zum Vespa 300. Ja, also bei mir ist da nicht viel Unterschied. Ein bisschen dumpfer ist, glaube ich, komme ich mir vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die Antenne ist oder die Einbildung. Ich bilde mir ein, vorhin war es ein bisschen besser. Ja, weiß ich nicht, ob das die Antenne war oder andere Kisten. Also, wenn du vielleicht noch einmal zurückwechselst, dann kann ich da das bestätigen oder dementieren. Gell, zu dir, Christian. Kann ich da gleich sagen, das ist am Depot in der Wien Nordwest, also die Flanke zu dir ist ein bisschen abseits, gell? Und das ist natürlich der Unterschied und dann natürlich okay. Also andere Kisten, gell? Das Mikrofon nochmal zu dir. Ja, also merke ich. Also die andere hat mir irgendwie besser gefallen, war ein bisschen stärker, ein bisschen einfach so, nicht objektiv, sondern rein subjektiv war es bei der anderen um eine Nuance. Ich meine, da tun wir jetzt auf hohem Niveau diskutieren um eine Nuance, gell? Aber es ist auch tadellos, es passt so auch.
Ja, die Antenne ist natürlich ein Steilstrahler, das ist ganz ehrlich klar. Das ist ganz anders als mit dem, was ich vorher gehabt habe. Ein Rundstrahler und ein Steilstrahler. Eingefettet 44 Grad, die ist drin kann. Mikrofonnahme zu dir. Alles klar, kannst du das vielleicht so ausrichten, dass mehr zu mir hin, die wird wahrscheinlich ein bidirektionale, also nach zwei Richtungen strahlen. Steilstrahler, ja, da kannst du mit der ISS dann super funken oder der IT kann mit der Antenne super nach Hause telefonieren, HI, gell, noch einmal zu dir. Ist schon klar, nein, ich muss dann schauen, gell, wann ich sie ausrichte und so, wie sie jetzt ausgerichtet ist. Herrin Josef sehr gut, und die Herr D sehr gut, gell. Na, dann los also nordwestlich, und das passt, die Flanken, das ist natürlich da. Das ist, was die, du weißt, über die Bodenwelle. Na, dann lassen wir es. Dann lass sie so, wie sie ist. Wie gesagt, das ist diskutieren auf hohem Niveau. Ja, wenn ihr die anderen nicht vorher gehört hättet, hätte ich auch gesagt, spitzenmäßig, es sind beide gut. Gell, passt. Ist in Ordnung, Josef. Mikrofon zu dir. Ja, passt wunderbar. Gell. Gut, ich rufe dich an, Christian. Ist in Ordnung. Na gut, Vespa 300, will ich dich nicht länger aufhalten. Ich nehme an, du wirst reinfahren wollen. Ja, das Wetter ist natürlich sehr gut. Störungen habe ich sehr viele, gell, vom Seitenband. Ja, klar, also von da kommt für die X-mäßig rein. Na, hat mich gefreut, Jungs, danke, dass ihr da aufgenommen habt, ja, dass ihr da reinlassen habt. War ein nettes, kurzes QSO und ich hoffe auf Wiederholung. Gell? Wünsche euch noch einen schönen restlichen Feiertag, gell? Und am Mikrofon war meine Geringfügigkeit die Vespa 300. Pfiat euch! Ich warte dann, nimm's noch einmal. Na, Vespa 300, da hast du in den Spitzen 9 plus 40, gell? Also 5, 9 plus 40, das ist sehr gut, gell? Du bist auf der alten Entlastungsschiene, gell? Ja, genau, ich bin auf der Donauinsel, also zwischen den zwei Gewässern. Links und rechts schaue ich aufs Wasser runter und das ist natürlich zum Funken immer gut. Und dann habe ich da meine Minifed auf 10 Meter hochgezogen. Ja, na, 9 plus 40, freut mich. Also dann, Jungs, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Ja, war ein tolles, nettes, kurzes QSO. Pfiat euch. Okay, tschüssi, Papa, Vespa 300, bis zum nächsten Mal, da von Josef, von Schneckerlöw. Ciao, Schneckerlöw, danke, und dir auch, Christian, schönen Nachmittag noch, gell? Pfiat euch. So. Ich war dann ruhig auch 73, 55, vielleicht hören wir sie wieder mal. Die ist in Ordnung, tschüss, Papa, grüß dich. Tschüss, tschüss, und der Schneckerl ruft jetzt an, gell, hi, pfiat euch. Schneckerl ruft ihn jetzt an. Gut. Liebe Leute, ihr seht, LSB diesmal zur Abwechslung, da hat super funktioniert in den Spitzen 9 plus 40, gell? Ja, das kann man los. Okay, und Schluss. Da wendet gerade ein Donauschiff. Ja, das dreht mitten am Strom um und legt natürlich gegen den Strom an. Also niemals mit dem Strom, sondern immer gegen den Strom anlegen. Deswegen muss es einfach hier wenden. Ja, schauen wir mal, ob das gelingt. Gehen wir davon aus.
Königsbrücke. Schaut ja schon gut aus. Schaut ja schon gut aus. So. Schauen wir mal. Alte Mexiko-Kirche. Ja, zweiter Bezirk. Meistfotografierte Kirche Wiens wird von sämtlichen Passagieren der Donaukreuzfahrtschiffe immer fotografiert. Also ja, nicht die berühmteste, aber die meistfotografierteste Kirche. Gar nicht so alt, ich glaube die ist 100 Jahre alt oder ein bisschen über 100 Jahre, müsst ihr mal nachgoogeln. Schaut mir so alt aus. Gut. Das Schiff legt mittlerweile an und ich denke, das wird gelingen. Gut, lassen wir es gut sein. Ja, bin gerade am Heimweg mit meinem E-Bike. Ja, wollte ich euch nur kurz einmal noch zeigen. Gell? In dem Sinne, ja, noch einen schönen restlichen Feiertag, schönen Muttertag. Grüß euch. Ja, meine Geringfügigkeit, die Vespa 300. Ciao, ciao.